Go Buster! Bei Busters Haus scheint die Sonne. Und Buster und Opa haben viel Spaß beim Spielen. Mama Busch geht zur Arbeit. Werden Buster und Opa es schaffen, Abendessen zu kochen? Wow, richtig kochen! Buster ist sehr aufgeregt. Lass uns kochen! Opa macht den Herdstart klar. Aber was jetzt? Buster hat eine Idee. Das ist Schokoladensauce. Opa glaubt nicht, dass die fürs Abendessen richtig ist. Lass uns das Rezept lesen. Sie haben alle Zutaten zusammengesucht. Buster fängt an und gibt etwas Mehl in die Schüssel. Wow, langsam, Buster. Ups, das Mehl ging überall hin. Jetzt sind Opa und Buster mit Mehl bestäubt. Buster gibt die letzten Dinge zu dem Mix. Sei vorsichtig, damit der Mix nicht überall hingeht. Super gemacht, Buster. Ups, Opas Tomatensauce ist auf den Fußboden gekleckert. Und was passiert denn da auf dem Herd? Der Topf kocht über. Oh, schau, seine Brille ist jetzt beschlagen und er kann nicht sehen, wo er hingeht. Pass auf, Opa! Oh je, das geht ja alles schief. Opa und Buster machen alles wieder sauber. Aber Mama Busch kommt von der Arbeit nach Hause. Oh oh, sie haben immer noch kein Abendessen fertig. Was machen sie nun bloß? Opa holt Fischstäbchen aus der Gefriertruhe. Aha, das gibt Buster eine Idee. Zeit für Schokoladensauce. Gerade als sie fertig geworden sind, fragt Mama Busch sich, was Buster und Opa wohl zum Abendessen gemacht haben. Ich frage mich, was sie gekocht haben. Fischstäbchen und grüne Bohnen. Und Schokoladensauce? Bist du dir da sicher, Buster? Er probiert es. Lecker! Mama probiert es auch und findet es überraschend lecker. Gut gemacht, Buster.